Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch und wir haben heute wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und natürlich am Ende wartet wieder der Schocker der Woche und ich verspreche euch, heute wird es die kürzeste Folge aller Zeiten. Angefangen hat die Woche beim Kenny, auf dem Heimweg geklickert, ein 100% starrer Lili, richtig genial, Level 17 mit 3x15, dann war es soweit, die legendäre Abendstunde mit Cresselia noch, ihr seht, 11 Arenen in der Umgebung, hier ist immer alles auf engstem Raum, sehr gut erreichbar. Heute am Mittwoch ist natürlich auch die legendäre Abendstunde mit Kyogre. Ich möchte aber jetzt trotzdem dieses Video pünktlich machen zum Mittwoch und das, was wir heute Abend filmen, kommt dann morgen. Morgen also das Video zur legendären Abendstunde mit Kyogre. Da habe ich auch in der legendären Abendstunde noch einen Shiny Cresselia bekommen. Richtig gute Sache. Auch in Thema beim Pepsi hat es sich gelohnt. Der hat nämlich ein 100%iges Cresselia abgestaubt. Mein Bestes war ja nur ein 98er. Und er hat sogar auch noch ein Shiny Cresselia bekommen. Hat sich heute gelohnt, schreibt er da. Der Mützenmann, wenigstens ein Shiny heute, hat in der legendären Abendstunde ein Shiny Raupi bekommen. Auch sehr cool natürlich. Dann habe ich mir ein Shiny Lillip rübergetauscht, da ich in der Abenteuerwoche selbst keins gefangen hatte. Und das ist einfach mal ein 98%iges Lucky Shiny Lillip geworden. Und das habe ich dann gepostet in die Gruppe, da hat der Bob gefragt, was bedeutet die Box? Und scherzhafterweise natürlich, das ist ein Karton, den man über das Pokémon stülpt, wenn es Lucky wird, damit man die Schande nicht ertragen muss. Ihr wisst ja alle, wie ich zu Lucky Pokémon stehe. Wenn es bei einem Shiny ist, ein Shiny, was man nur einmal dann hat und das Lucky wird, richtig mies. Bei Legendären ist das was anderes, da braucht man ja gute IV, da will man auch mal einen Shiny Kyogre zum Beispiel mit 100% und hochziehen und kämpfen. Aber bei den normalen Shinies, bei den kleinen, kommt es mir eigentlich wirklich darauf an, dass ihr den Unterschied und die Farbe deutlich erkennt und nicht, dass der Hintergrund da komplett ablenkt, weil das sonst untergeht. Der Philobillo hat uns gezeigt, er hat ein 98%iges Mew aus der Spezialforschung bekommen. Ich hatte ja von meiner Cousine das 100%ige gezeigt, das war ja mal Schocker der Woche. Er also ein 98%iges, auch richtig gute Sache, hat er nicht hochgezogen, hätte ich sofort gemacht. Ich habe alle Bonbons bei meinem Mew parat, leider ist meins richtig schlecht, deswegen habe ich da keins gemaxt. Ebenso hat er ein 98%iges Luxio, ein 100%iges Latios, 23, 42, auch mit 3x15, richtig gute Sache, das hätte ich natürlich auch gleich direkt hochgezogen. Und noch ein 98%iges Amaldo hat er uns hier gezeigt. Grüße gehen raus, also an Philobillo, wenn er das sieht. Dann der Mitchell, auch Grüße nach Thema, mit einem 98%igen Shiny Cresselia. Also auch wenn Cresselia wirklich nichts kann und richtig mies ist, kann man natürlich auch mal ein 98%iges Shiny mitnehmen oder eben ein 100%iges. Das sieht man trotzdem gerne. Die Sally Maus mit einem 100%igen Anorith aus der Feldforschung, wie man sieht, aus einer Aufgabe gezogen. Nägelmon mit einem 100%igen perfekten Evoli. Was er da draus macht, da sind wir gespannt. Alle sagen, er soll natürlich Glaziola machen, also diesen Eisangreifer, weil das trotzdem einer der besten Eisangreifer im Spiel dann ist. Mein persönlicher Liebling ist immer noch Psyana, weil bei Eisangreifern habt ihr natürlich Mamoodle auch als Alternative, Snibuna unter anderem vielleicht auch noch. Oder ihr könnt natürlich auch mit Valreiser kämpfen als Eisangreifer. Aber ja, bei Psycho-Pokémon, gut, wenn man da jetzt vielleicht Mewtwo hat, aber wer nimmt schon Mewtwo mit Psycho-Moves eigentlich? Nehmen die Leute selbst da Eisstrahl oder eben Spukball, wenn sie das noch haben. Aber mal gespannt, was er daraus macht. Hat eine Kollegin aus der Quest gezogen, zeigt uns der Stefan Landei, ein 100% Shiny Carbador, auch richtig genial, 117. Wolle der Teufel, erstmal schön auf Arbeit gefangen, ein Shiny Zubiris, denn während des Go-Festes in Chicago waren ja die Spawns bestimmter Pokémon erhöht und wahrscheinlich auch die Shiny-Raten oder eben nicht die Shiny-Raten, aber aufgrund dessen, dass die einfach so häufig gespawnt sind, hatte man eine bessere Chance, auch ein Shiny abzustauben. Dann Jamaikor mit einem Wildfang, 100%iges Traunfugil, kann er natürlich auch durchentwickeln. Die Leute haben angefangen, haben ihre Shiny Sepa gepostet. Pascal hat uns hier eins gezeigt. Die Ditch hat endlich ihr Shiny Macholo bekommen. Auch richtig gute Sache. Der Brain mit einem Kleinstein. Auch Shiny natürlich. Die Sally Maus, yes.
hat auch ihr Shiny Sepa bekommen oder ihr zweites sogar schon. Der Pushner mit einem Shiny Traunfugil, und das fehlt mir immer noch, aber da weiß ich schon, den Dealer meines Vertrauens, der mir da zwei organisiert hat, leckt mich hart, schreibt der Robby mit einem Shiny Bisasam. Der hat nämlich auch den Community Day damals nicht mitgemacht, jetzt aber auch für ihn. Glückwunsch, du hast eine Medaille verdient. Noch eine goldene Medaille für No Gym 2019. Die ersten drei besten Freunde zeigt uns der Stefan Landei, denn der No Gym Account wächst weiter und gedeiht. Und er hat ja schon mal angekündigt, wenn er Level 40 erreicht hat, wird er am Ende auch verlost. Mehr dazu aber, wenn es dann soweit ist. Dann habe ich mein bestes Shiny. Mein bestes Cresselia bekommen. 98 Brudi mit 15 Angriff. Das ist immer wichtig, obwohl es bei Cresselia eigentlich eh komplett egal ist. Die Terrorzicke hat sich auch ein Shiny Kleinstein gegönnt. Jamaikor mit einem Shiny Sepa. Auch richtig gutes Level, oder er ist einfach richtig, Level 30, passt schon. Ich wollte nichts sagen. Nägelmon auch mit einem Shiny Carpador, und ihr seht, das sind immer diese üblichen Verdächtigen. Jetzt hat Sally Maus aber ihr zweites Sepa bekommen in Shiny. Dann gab es wieder Einladungen für die Brücke der Technik. Wir haben ja immer zu wieder Brücke der Technik, Schwimmbad, Brücke der Technik, Schwimmbad, das wechselt ja wieder alles hin und her. Der Pushner mit seinem zweiten Shiny Anton, Brain, auch gestern das erste, heute die Nummer 2, noch ein Shiny Kleinstein, da kann er auch die ganze Familie bald entwickeln. Juhu, mein zweiter Fang, und das ganz ohne viel Aufwand von der Dani Sahne, 6 Bonbons. Wenn das ihr zweiter Fang ist, hat sie dann also bei dem zweiten keine gelbe Beere genommen. Sonst hätte sie ja schon 9 Bonbons, 3 fürs erste und 6 fürs zweite, sie hat aber nur 6. Da hat sie wohl natürlich nicht die gelbe Beere genommen und hat auf 3 Bonbons verzichtet. Das ist schade, aber gut, ist ja egal, man sieht das ja eh nicht hoch, ob man nun 6 oder 9 Bonbons da hat. Dann meine Ausbeute natürlich vom GoFest in Chicago, wie ihr hier seht. Absolutes Highlight, das Pikachu mit Blumenkranz in Shiny, oder auch, dass es Absol wild zu fangen gab. 3 Shiny Absol hier bekommen, Sepa dabei gewesen, Snubbull, Flunkiefer auch wild zu fangen, auch als Shiny dabei gewesen, Sandan, Kleinstein auch wenn es nur 52 hat. Nebulak finde ich besonders klasse, da habe ich jetzt auch endlich die Familie also voll. Bronzel, das zweite, was mir gefehlt hat, eins habe ich aus einem Raid gezogen, ein Sohn, endlich auch das Driftlon, Driftzeppli hatte ich ja schon, jetzt auch das Driftlon. Dann die Sally Maus, auch mit einem Shiny Anton, und ihr drittes Shiny Sepa hinterher. Auch der Franz hatte mal Glück in Hibuhausen. Na gut, wo er es gefangen hat, weiß ich jetzt nicht. Aber trotzdem, der Franz auch mit einem Shiny Sepa. Was man nicht alles fängt und brütet. Noch ein Shiny Togepi beim Pushner. Ihr seht, das war eine sehr shiny-reiche Woche. Dann habe ich einen neuen Stop entdeckt bei uns. Ist unten beim Theater in der Gegend, wenn man da rausfahren will auf jeden Fall. Wenn man jetzt an der Ampel steht und muss warten, da kann man erstmal ein Lokmodul anmachen und eine halbe Stunde stehen bleiben, den Verkehr blockieren. Gute Sache also. Habe am Montag auch wieder meine 76.500 Sternenstaub abgeholt. Vom Urlaub nochmal sowas hat... vorm Urlaub nochmal sowas hat der Robby noch ein 98-prozentiges Alola Kokowai. Aus der Aufgabe, gab es ja glaube ich auch in der Feldforschung. Dann der Kenny auf beiden kleinen Accounts heute Feldforschungsdurchbruch gehabt mit einem Shiny Latias und einem Shiny Ho-Oh. Und ich habe immer noch kein Shiny Legendäres aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen. Und bei ihm regnet es die Teile einfach, auch ähnlich von den Farben her, wie man jetzt sieht. Und dann war es soweit, ich habe 3 X-Ray-Einladungen gehabt. Wie das denn? Ihr seht Schwimmbad Hildburghausen am 17. Brücke der Technik eine Woche später am 25. Und zwischendurch Pattaya City auch am 25. Aber den kann ich natürlich gar nicht machen. Und wo kommt der her? Die Lösung haben wir hier. Optimizer hatte ich zu einem X-Raid eingeladen. Wenn du nicht teilnehmen kannst, ablehnen. Der ist nämlich in Thailand unterwegs. Boah, und hat einfach eine X-Raid-Einladung geschickt, damit beste Freunde der Levelaufstieg stattfindet, um die Punkte abzustauben. Hat er nicht Bescheid gesagt, war aber egal, war auf dem kleinen Account glaube ich sogar nur, und er ist ja trotzdem auch schon Level 40, da ist das eh nicht so schlimm. Auf dem großen sind wir ja schon lange beste Freunde gewesen, kann man also auch machen, wer das nicht weiß. Wer jemanden hat, der keine Geschenke mehr schickt oder der auch gar nichts mehr aufmacht, den ihr nicht erreichen könnt, schickt einfach eine X-Raid-Einladung hin, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr die dadurch verbraten wollt, und schon könnt ihr euren
also Glücksei einwerfen, Einladung hinschicken, bam, beste Freunde abstauben, raus aus der Liste mit dem Typ. So muss es sein, so könnt ihr das natürlich machen. Dann gerade wild gefangen vom Kenny noch ein Shiny Onyx, auch mit gutem Level, wie man sieht. Dann habe ich mein 100%iges Shiny Sherox, habe ich ja ein extra Video dazu gemacht, wie ich das Shiny Sichlor entwickelt habe und gemaxt habe. Ihr seht, das kommt genau auf 3001. Und zum Abschluss vom Nagelmon, das war heute früh, glaube ich, noch gepostet, der auch noch ein Shiny Onyx, und das hat wohl trotzdem immer noch eine Rate von 1 zu 90, dafür, dass Onyx einfach so selten spawnt und kaum zu finden ist. Wenn man aber eins findet, stehen die Chancen eigentlich ganz gut, dass das Shiny sein kann. Das war's aber mit den Highlights, und jetzt kommen wir noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von keinem geringerem als Paiku. Und ihr seht hier schon, @MC Ramses, ne? Ein Pikachu mit, ein Shiny Pikachu mit Blumenkranz, wie man sieht. Ist das nicht ein Blumenkranz? Das ist doch richtig genial. Ja, in dem Video, als ich das mit dem Shiny Pikachu natürlich erwähnt habe und dem Blumenkranz, habe ich scherzhafterweise gesagt, ah, und da guckt das Pikachu mit Scheiße am Kopf, ne? Weil ich gesagt habe, dass ich das mit dem Blumenkranz eigentlich total dumm finde. Und ich würde jetzt nicht Pikachu und Raichu und die ganze Familie nochmal mit Blumenkranz fangen und sammeln und suchen und die ganzen Evolis. Das ist, weiß ich nicht. Manche sind da so geil drauf und brauchen das. Ich habe das liebevoll als Scheiße bezeichnet. Und so hat er einfach ein Bild gemacht oder gefunden oder ich denke mal selbst gemacht. Und hat ihm dann einfach so einen lustigen, fröhlichen, guck doch mal wie der schaut, der Haufen, der ist... Richtig genial. Wenn sie schon immer so verschiedene Verkleidungen ins Spiel reinbringen mit irgendwelchen anderen Sachen, dann können sie doch auch so ein Pikachu mal mit ins Spiel reinnehmen. Sieht doch auch gut aus, oder? Mit dem Kothäufchen auf dem Kopf. Es freut sich, der Haufen freut sich, alle freuen sich und ihr freut euch hoffentlich auch. Das war aber der Schocker der Woche. War eigentlich gar kein Schocker, sondern irgendwie amüsant, der Lacher der Woche. Wie auch immer, Photoshop der Woche. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Und ja, dann sehen wir wieder die Highlights der Woche, was so passiert ist. Jetzt ist Kyogre natürlich zurück. Da wird es bestimmt wieder Shinies regnen. Vielleicht kriegt ja auch jemand ein 100%iges Kyogre oder ein 100%iges Shiny Kyogre oder ein 100%iges Shiny Lucky Kyogre oder irgendwas. Wir sind aber gespannt. Wir lassen heute die legendäre Rage-Stunde auf uns zukommen. Wünschen euch natürlich viel Erfolg heute Abend. Sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.